Welcome back, ihr krassen Dudes, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2020 im Team-Modus. Ach Mann, es haut schon wieder jemand ab. Es passiert so oft, wenn ich eine An- oder Abmod mache, haut jemand ab. Was stimmt mit meinen Leuten nicht? Egal, wo war ich stehen geblieben? Leute, das vorletzte Qualifying in der zweiten Season in Suzuka, in Japanien. Es wird ein Hit. Und es wird nicht regnen. Auch nicht am Rennwochenende, also komplettes Rennwochenende trocken. Was eine fucking Ehre. Das ist wirklich... Ich bin wirklich sehr dankbar. Weil, wie gesagt, ja gut, Silverstone, man hat es im Rennen gemerkt, konnte nur schlecht werden. Aber in Italien, P1 wäre drin gewesen mit einem geilen Qualifying. Aber leider nein, leider gar nicht. Nun, haben wir wieder neue Kameraeinstellungen? Ich glaube nicht. Übrigens, dieser letzte Patch, wo noch die Fahrerwerte angepasst wurden. Es war auch jetzt der letzte Patch dafür. Nur so nebenbei. Also, so wie Hamilton jetzt performt, so wird er auch für immer und ewig in diesem Spiel performen. Schade. Oh, by the way, Leute, unser Setup, ich habe es selber nicht für möglich gehalten. Kompletter Abtrieb. Also maximaler Abtrieb. Ich war eigentlich immer so hier in dieser Gegend unterwegs oder auch mal kurz hier. Oh fuck. Müssen die Zeit anhalten. Aber es war schnell, aber die anderen waren schneller. Deshalb Vorstellung 1. Nur ein paar Wagen sind auf der Strecke. Wie gesagt. Jetzt raus, bevor es voller wird. Ist eigentlich so eine Highspeed-Strecke, ne, Suzuka. Deshalb dachte ich, okay, deshalb brauchen wir ein bisschen Speed auf dem Setup. Aber komplett auf Abtrieb zu gehen, das war ein bisschen ungewohnt. Aber gut, sind auch viel, eigentlich nur Kurven, ne? Von daher kann man es ja schon ein bisschen verstehen. Ja, ich hoffe, diesmal wird. Nach langer Zeit meine erste Runde vielleicht doch noch ein bisschen gut. Andererseits haben wir echt verkackt mit der Zeit. Ja gut, ich glaube, Teufel komm raus, wäre noch eine zweite Runde. Also inklusive in der Zwischenzeit kurz boxen. So, hier nicht zu schnell durch die S's. Die Snake-Kurven oder Snake-Passage. Ja, gerade ist jeder in der Box. Eigentlich gut, hier schöne Meter zu machen. Problem ist nur, wenn wir gleich auf Start und Ziel sind, wie sieht's da aus? Sind die immer noch in der Box? Kurz Temperatur checken. Das sieht gut aus. Übrigens, meiste Angst habe ich hier vor der Spoon-Kurve, die Doppel-Links-Kurve. Einfach zu doof dafür. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich es so. Ja. So oft befahren. Ich glaube, das müsste diesmal klappen. Ja, doch, das kann man so sagen. Der DRS-Reaktion auf den Point. Ein bisschen aggressiver hier im letzten, vorletzten Sektor, um einfach mal ein bisschen die Zeit wieder gut zu machen. Die Spoon-Kurve gemeistert. Gott, oh Gott, Doppel-Links war eigentlich immer mein Albtraum, aber ich glaube, das wird uns im Rennen noch, glaube ich, oft genug unser Albtraum sein. Zumindest meiner.
Ich habe so früh drauf gedrückt, ich dachte, das war zu früh und dann habe ich nochmal drauf gedrückt, habe es somit wieder deaktiviert, unser DRS. Oh, Stress. Na gut, die Reifen sind eh geschrottet, von daher ab in die Garage und in diesen wunderschönen ausgemalten Blackscreen. Thema ausgemalt, wäre schon lustig, wenn da einfach so ein, zwei so weiße Streifen so in der Mitte und so am Rand einfach, ne, weiß wären. Wäre schon lustig, weil wäre ja unausgemalt. Toll. X. Nee, Viereck. Vorspulen. 26,4. Und nur 3 Zehntel auf P1. Und Mick Schumacher war P1. Weil ich nur mal festhalten. Ich glaube hier, was war das? Irgendwie Fahrer-Coaching oder. Was haben wir vorhin? Nee, was ist vorhin? Letzte Woche. Was haben wir da reingehauen in den Mick? Irgendwas Fahrer, also so Zweitfahrer-spezifisches. Ich glaube, das hat jetzt voll reingekickt. P1. Ja, Mensch. Gibt es irgendwas Spannendes in der Rennleitung? Nee, ne? Nee, nix. Noch nicht mal Kurven gecuttet. Easy. By the way, ich habe wieder den klassischen Fehler gemacht. Die Q1-Zeit komplett nicht gemerkt. Schade. Ich wollte eigentlich schon komplett vergessen sagen, aber. Naja, vergessen hat man ja nur, wenn man sich irgendwas eingeprägt hat. Habe ich nicht. Nun, wir nehmen auf jeden Fall schon mal Kampfgewicht mit. Warte mal, wie viel Kilo? Wir sind 8 Kilo drin. Das ist viel. Nee, was haben wir? 5 Kilo für 2? Oh, wait a minute. Haben die es neu gemacht oder war ich einfach all die Jahre richtig bescheuert? Ich habe immer gesagt, von hier, von 4,2 oder von jetzt 4,1 auf 2,6 Kilo. Aber da steht ja in Klammern Runden. Weiter links steht ja hier die Kilogrammzahl, die wir mitnehmen. Und jetzt macht es auch Sinn, weil da steht auch Kilogramm. Oh mein Gott! Ich nehme 5 Kilogramm mit für 2,6 Runden. Ich habe ganze Zeit immer gesagt, oh hier 2,6 Liter. Oder Kilogramm. Weiß, ne? Wo ich doch ganz gesagt habe, ne, weiß man nicht. Ist ein Kilo auch ein Liter? Aber ja. Also nein. Aber wir haben auf jeden Fall 5 Kilogramm. Ach du Jemine. Zweite Season. Vorletztes Rennen. Wie viel? Nee, vorletztes. Nee, doch, vorletztes Rennen. Das heißt, wir sind 31 Rennen gefahren. Und ich habe es nicht gecheckt. Geil. Nun. Ist mal ein bisschen unangenehm. Hätte einen auch so auffallen können, wenn man mal. Naja. Sich einen Zentimeter nach links und rechts umguckt. Oh Mann, oh Mann. Sehr, sehr peinlich. So, dann dödeln wir mal raus. Fertig, bereit. Müsste jetzt zeitgleich mit den anderen Plebs, glaube ich, auf die Strecke jetzt released werden. Oh, ein paar Monaten ist es soweit. Dann steht auf den Reifendecken 2,21 drauf und nicht 2,20. Wild. So, eigentlich fahre ich ja immer, so gesehen in Formel 1, in den Rennspielen fahre ich immer eine Karriere zweimal in zwei unterschiedlichen Spielen. Die zweite Karriere in der 220er-Kampagne ist dann die 221er-Karriere. Aber die 221er-Karriere spielen wir nochmal im 221er-Spiel. Es ist super verrückt. Übrigens, die Reifen müssen wir schon, deshalb hier schön Obacht. Oh, gelb? Was war das denn? Das war gerade gelb in einem Sektor, wo keiner war. Will die Rennleitung gerade irgendwie die ganzen Knöpfe durchtesten oder ist da irgendwie eine Schulklasse zu besuchen und Jeremy Pascal ist irgendwie die Eiskugel auf die Schalttafel gefallen? Ah, sehr verrückt.
Okay, Temperaturen sind wieder okay. Ich will noch ein bisschen näher zum Ferrari hinter mir kommen. Ich habe Angst, den Renault da ein bisschen... Oh Gott, Druck zu machen. Oh, das war diesmal zu früh, dem DRS-Knopf. Lilaner erster Sektor für mich, das war aber ungewohnt. Eigentlich habe ich versucht, ein bisschen langsamer durchzufahren, um die Reifen ein bisschen zu schonen. Ich wollte jetzt auch mal im zweiten Qualifying nicht komplett alles geben. Trotzdem noch so viel, dass ich unter die Top 10 lande, aber wie gesagt, dass ich noch die Reifen habe. Okay, Benzin haben wir noch genug. Ja, ja, ja. Reifen. Ja, 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 ja. Ah, schon wieder zu früh gedrückt. Okay, was... Oh, sind wir tatsächlich... Wir sind tatsächlich Bands geworden. In der schlimmen Zeit. Gefühlt noch schlimmer als in Q1. Aber hey, das interessiert uns nicht. Ja, guck mal. Mit 1/10 sogar Vorsprung auf Valtteri Bottas. Warte mal, wo ist Mick? Mick. Er hat's mit den Mediums versucht. Mick. Mick. Don't. Don't. Wer hat dir das überhaupt erlaubt? Ich bin doch der Teamchef. Hättest mich doch hier den Segen doch fragen müssen. So, hier, aber wie sieht's aus? Ja, nee. Nee. Ich hab doch Mick gesagt, hey, wenn du was brauchst, komm zu mir und ich sag dir, warum es nicht geht. Hat er ignoriert. Ja, Mensch. Aber na gut. Nur ein Aston Martin im letzten Qualifying. Dafür ein guter Aston Martin, habe ich gehört. P1 im letzten Qualifying. Also, ne? Im letzten Qualifying-Format. Letzter Qualifying hört sich so, ne, ne, overall an. Ich wollte gerade overall mit über alles sagen, aber ich glaube, das passt nicht so ganz. Egal, wir spulen mal wieder an den Bums vor. Ich habe mir auch die Q2-Zeit, by the way, nicht gemerkt. Schade. Aber hey, dafür wird es gleich richtig super, denn, ne, gleich wird geballert. Mit Stress im Nacken. Nun. Ich habe kurz überlegt, wie ich nochmal rausfahre. Ich war kurz ein bisschen brain dead, so fuck. Wie komme ich aus dieser Tafel raus und wie komme ich auf die Strecke? Ich habe irgendwie gerade versucht, aus dieser Tafel direkt zur Strecke zu kommen. Das war sehr verrückt. Versuchen wir mal ein bisschen zackiger zu fahren, denn beim Vorspulen hatte ich eigentlich nochmal die Idee gehabt, jetzt nochmal heimlich danach jetzt, weil halt die Zeit nicht mehr so gut passt. Oh, da ist schon wieder Sektor überall gelb. Ich denke, das spielt vielleicht, die ganzen Fahrer sind da auf der Strecke und nicht in der Boxengasse. Na egal. Und auf jeden Fall, ich versuche noch nach diesem One schnell... nochmal eine rote Reifenmischung auf 0% oder 1-2% nochmal einzufahren, damit ich im Notfall für die Safety-Phase auch im Rennen benutzen kann. So fast nagelneue Reifen.
Von der Zeit her, oh, ja, könnte klappen. Oh, Reifen schont. Ups. Das sieht gut aus. Ah, zu viel Wheelspin. Aber unterm Strich ganz okay. Ah, by the way, wird doch nix. Mit den Reifen, also hier, ne? Noch ein neues Set für das Rennen präparieren. Das ist zu stark verschätzt. Super, das war die schnellste Runde. Das will ich aber nochmal gucken, ob ich erster bleibe. Momentan sieht es gut aus. Gleich kommen die Mercedes. So, wann kommen die Mercedes? Jetzt. Okay, jetzt gleich kommt der zweite und... Ah! Bottas! Ja, komm. Schau ihn noch hier. Die 9 Sekunden fahre ich noch schnell raus. Nee, okay, schade. P2. Aber, Leute. Wer bei der... Oh, jetzt muss ich überlegen. Bei der... vorletzten Folge komplett bis zum Schluss mitgeguckt hat, der weiß, ich habe eine 5-plätzige Grid Penalty, weil ich die Steuerungselektronik ausgetauscht habe. Nun, X. Das Qualifying ist beendet und wir werfen noch einmal einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, der Regenmeister, und Lewis Hamilton. Mit dem Ende des Qualifyings ist unsere Startaufstellung nun komplett für das große Rennen. Seien Sie morgen unbedingt mit dabei, denn es wird zweifelsfrei ein fantastisches Event. Also morgen starte ich von der 6, leider, und statt von der 5. Aber ich glaube, beim Start ist der eine Platz, glaube ich, nicht so schlimm. Obwohl, ich muss mal bitte, warte mal, von welcher Reihe starten wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, die Startreihe hätte sich da nicht unterschieden. Also, wir starten von der dritten Reihe. Egal von welcher, ne, ob von 5 oder von 6, Reihe 3. Das, also besser hätten, also, ne, so schlimm ist das nicht, würde ich jetzt mal sagen. Und, wo wir gerade bei guten Dingen sind, Thema Schönreden, Sebastian Vettel, also erstmal beide Ferraris kamen in Q3 und Sebastian Vettel hat Charles Leclerc, ausgequalified. Toll. Rennleitung. Nix. Okay, dann, wenn nix, dann X. Ne? Hat meine Oma schon gesagt. War auch schon hier. PS1 Pre-Alpha-Testerin. Wissen viele nicht. Nun. Was auch nicht viele wissen, dass dieser Blackscreen gefühlt immer schöner wird. Ich muss halt echt, ne, nur auf den Blackscreen gucken, während ihr schöne Formula Memes habt. Ungerecht. Aber naja. Haben wir was auf Hamilton gut gemacht? Ja. Hat das gereicht? Nein. Wir müssten jetzt irgendwie versuchen. Ja, wir können höchstens noch einen Gleichstand rausholen, oder? Ja, also eigentlich könnten wir sogar noch in Führung gehen, aber das ist sehr unwahrscheinlich in der Rivalität. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten und starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Das stimmt.
die anderen, ne, können ja auch noch Penalties bekommen. By the way, unser heiß geliebter Bug-Feature oben links, der ist wieder da. Bitte warten. Jetzt ist die Frage, soll ich es wieder fürs Rennen laufen lassen oder nicht? Wäre schon lustig. Also für mich. Nee, komm. Ich starte das Spiel nochmal neu. By the way, wo war ich stehen geblieben? Leute. Die Rivalität können wir sehr, sehr unwahrscheinlich, glaube ich, nur noch gewinnen. Im besten Fall, im wirklich allerbesten Fall, ist glaube ich, ein Unentschieden drin. Ne? Weil, wie gesagt, wenn es heißt, hier absolvieren Rennen straffrei, dann haben wir einen Punkt. Lewis Hamilton höchstwahrscheinlich aber dann auch. Das heißt, ne, die Punkte, die wir machen können, kann er auch machen. Außer wenn es heißt, hier, ne, sei im Endresultat besser. Ne, wir müssen jetzt vor Hamilton landen, um halt überall wenigstens einen Punkt gut zu machen. Also überall zu punkten, während Hamilton überall nur bei einer Sache nicht punkten kann. Toll. Leichte Sachen, kompliziert erklärt. Da sehe ich mich. Nun denn, Leute, pünktlich zu der Verabschiedung sind wir wieder hier, wie ich gerade sehe, im Paddock. Alle beisammen, deshalb würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da und ich bin dann raus. Haut rein, bye bye and have a great time. Bye, have a great time.